Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs, zur Rückpartie. Super Expert C Gambit Book, einfach mal so aus Spaß gemacht. 15 Minuten für die ganze Partie gegen The King Element aktiv. 15 Minuten die ganze Partie, 10 Megahertz. Und dann gebe ich ihm mal den Zug. Ich habe Brett schon gedreht intern. E4. E5. Das bietet sich ja gerade jetzt gambitmäßig an hier. Läufer C4. Das ist witzig. Gerade spielte das King-Element Läufer C4. Also E4, E5, Läufer C4. Springer C6. Vielleicht springe ich auf 3 und dann wieder ans Buch kommen. Also man merkt schon so ein bisschen, dass die, ich habe irgendwo mal gelesen, die haben ganze Partien eingegeben als Theorie. Das merkt man hier schon, dass sie überhaupt rechnet. Sonst würde man doch meinen, er würde einfach springen auf 13 und wäre wieder in Italienisch im Buch drin. Das scheint er wohl nicht zu erkennen. Also wenn der Springer F3 zieht, dann sollte er eigentlich wieder ins Buch zurückfinden. Aber man sieht, das Interessante ist, er scheint es aber in den Variantenberechnungen nicht aktiv zu bemerken. Dass er die Variante berechnet, Springer F3 und merkt dann, es ist wieder Buch. Das ist hier nicht der Fall. So ungefähr wie beim PC-Programm, wenn ich quasi eine Variante rechne und merke, wir sind dann in der Endspieldatenbank drin. Und dann spielen die das, um in die Endspieldatenbank zu kommen, dann. So wie die hat das die Endspieldatenbank erkennen, so wird er das Buch erkennen. Aber es ist ja nicht der Fall. B1, C3. Da hat man natürlich wenig Hoffnung, jetzt ins Buch zurückzufinden. Aber hier, er hilft ihm ein bisschen. Es könnte ja immer noch Springer F3 ziehen, italienisches Vier-Springer-Spiel. Wir heißen alle einfach nur mit. Schottisch Vierspringerspiel, Italienisch Vierspringerspiel, Spanisches Vierspringerspiel. Flip Display. B1, C3, G8, F6, das habe ich gerade gesehen. Die Zeiten. D2, D3, 0,15 oder 0,015. D2, D3. Bei dem Super-Expert muss man dann immer auf Flip Display drücken. Also da ist nichts mit, steht nicht Info, sondern Flip Display. G1, F3, könnte er theoretisch wieder ins Buch finden. Läufer C5 und das ist ja wieder Theorie. Ja, man merkt schon, mit Zugumstellung hat er auch nicht viel am Hut. Der Super-Expert. Das kann der auch nicht. Weil es ist ja E4, E5, Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer C6, Läufer C4, Läufer C5. Das ist eine ganz normale Theorie. Er hat ja auch keine Probleme, das ist King-Element. Das scheint er wohl nicht zu können hier. Ich hatte. War das ein Fidelity oder was war das? Mit D4, C7, C6, E2, E4, D7, D5. Das irritierenderweise hat er nicht wieder an die Theorie gefunden, obwohl es eigentlich dann wieder Karo Kann war. Also diese Zugumstellung, das ist wohl auch nicht. Die Sache von jedem Gerät. Es ist natürlich einfacher, einfach Partien einzugeben, einfach starke Großmeisterpartien zu nehmen, die Beöffnungen werden schon passen, als jetzt Variantenbäume einzugeben, bei denen man wohl eher wieder in die Theorie zurückfinden würde. C5 E3. Zurück. So, und jetzt ist Schwarz auch aus der Theorie. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist.
weiß quasi die F-Linie zu geben. Das scheint mir auch eher das Ziel von solchen Zügen zu sein. Also Läufer E3, das Ziel ist es doch schon, die F-Linie zu kriegen. Wenn geschlagen wird, dann ist das der optimale Fall, dann schlägt man den F-Bauern zurück. Minus 0,29. Rochade. Was mir so sehr gefällt, ist hier ich habe mich schon gewundert hier. Das ist das quasi das der Task R30 im Geiste ist. Die Brettgröße passt ja ungefähr von dem Genius hier. Und das King-Element, das passt auch so ungefähr. Die Menüführung war anders von dem Task R30. Der Wasserqualm hat alle ganzen Zeilen untereinander mit dem Menü und dann ist man auf den Menüpunkt draufgegangen, nach rechts und da kamen weitere Zeilen untereinander. Und dann ist man da, wo man drauf wollte und dann wieder nach rechts, dann waren die nächsten Menüs. Das ist hier anders geregelt bei dem hier. Aber es ist beleuchtet, das Display, und ich kann mir weniger vorstellen, dass beim Task R30 das Display beleuchtet war. Man kann hier aber auch ausschalten, die Beleuchtung bei dem hier. Man kann die auch heller oder dunkler stellen in verschiedenen Helligkeitsstufen, aber man kann es auch ausschalten. Ja, sieht man, wie ich es ausschalte, dann ist es doch ein bisschen. Ja, das wäre quasi das King-Element, also das der Task R30. Also mich stört es, wenn ich es komplett ausschalte, deswegen muss ich es zumindest ein bisschen einschalten. Läufer D7 möchte jetzt nicht mit dem Läufer in die Festung reingehen. E5 schlägt, Läufer C6, Bauer C6, E5 schlägt, will das Bauern gewinnen. E5 Springer, Springer E4. Wohl weniger. D5 C6 will er spielen, 0,04. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe jetzt keinen anderen Zug, außer zurückzunehmen. Nicht, dass er D4 schlägt, macht. Noch hat der Läufer C6 schlägt, der Lipo ist wieder am Zocken hier. Genau, nicht, dass er jetzt D4 schlägt, macht. Das wäre natürlich unpraktisch gewesen. E5 schlägt. Ja, und jetzt mache ich den Zug lieber nicht so auf Verdacht. Springer E4 schlägt. Damit die drei Springer, damit C3, Läufer E4. Zeigt er gerade an hier. 0,05. Zumindest sind sie sich einig, dass der Vorteil minimal ist. Er zeigt hier 0,02 an, der Super-Expert. Das ist das Schöne bei diesem The King-Element, aber auch beim Classic-Element, beim Genius. Beim Classic-Element weiß ich gar nicht. Kann man da beide in 10er Schritten takten oder wie geht das da beim Classic-Element? Ich gehe mal davon aus, dass er genommen wird. Ich sehe jetzt nicht den großen Wunderzug, wenn ich mal ehrlich bin. Während er noch lange überlegen muss, hier nimmt er ihn dann doch mal. E5, D6. So. Ja, noch sieht es gleich aus. Ich glaube, ich könnte mir so vorstellen, das Höchste, was der Super-Expert erreichen kann gegen ihn, ist ein Remis. Das wäre wohl schon ein gutes Ergebnis. Also Gewinn. Ich glaube nicht, dass der Super-Expert C auf Gewinn spielt. Oder kann auf Gewinn spielen. Gegen ihn jetzt, meine ich. D6, C7.
Damit hat doch zumindest an Bauern gewonnen. Zwar ist E3 jetzt eine permanente Schwäche. C3, da muss er gedeckt werden. Ja, Läufer F3 bringt ja nichts wegen Dame F3 und dann ist der Bau einfach gedeckt. ...64, Turm AD8. Zack, geklemmt das Video, Lipport. Eine bekannte Melodie mit dem Fingernagel musiziert. Ich glaube, was tatsächlich geht, wenn ich jetzt in den Musik laufen lassen würde und würde dazu mitsingen. Das würde, glaube ich, gehen. Das wäre dann nicht irgendwie, dass man dann hier... Das sind immer so Videos, wo die dann quasi mitverdienen, wenn man Glück hat. Wenn nicht, dann wird das Video sogar gesperrt. Ist ja ganz klar, ich kann natürlich jetzt nicht hier ein Video machen und da meine Lieblingssongs da spielen, Queen und was weiß ich da, wenn die dabei wären. Ich habe ja die Rechte gar nicht an den Sachen. D1, G4 wieder ziehen. Ich kann mir... Jetzt, wo ich den hier so stehen habe, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie das jetzt wäre, wenn das Display nicht beleuchtet wäre. Dann hätte ich schon Probleme, das von hier aus überhaupt lesen zu können. Dame E2, okay. Jetzt hier wieder... Ja. In die, ich weiß nicht, ich würde doch nicht in die E-Linie ziehen. Dame G4 sah mir dann noch besser aus. Als in die E-Linie reinziehen, vielleicht wieder Turm E1 ziehen. Turm G5. Ja, droht immer jetzt natürlich auch Turm G2 schlägt Schach. Springer F3 würde gehen, Turm F2 würde gehen. Er macht Turm F2. Turm D6. Ja, mit Turm G6 ziehen. Ich darf ja sogar H5, H4 dann ziehen. Turm G6, G3, H5, H4. Das wird schon hier deutlich auf Gewinn hier. Das ist die King-Element, also richtig auf aktiv. Das ist ja etwas, was die damals, diese Schachcomputer, was die nicht so drauf hatten, diese ganz alten Geräte. Die haben dann sehr darauf... Springer wohin? Springer F3. Die neigten quasi dazu, dann die Stellung zu haushalten. Dann haben die so Züge gemacht wie König H8, König H1 und sowas alles. Als würde er jetzt hier König H1 mit Schwarz König H8 ziehen oder solche Dinge. Dann schieben die die Figuren hin und her, um quasi auf Feder zu warten. Läufer D3. Hallo, was ist denn los hier? Mann, die neigen aber auch zum Puppenbetting hier. Ich frage mich gerade, welche Felder wohl breiter sind. Die müssten ungefähr gleich groß sein. Ich kann mal das Zentimetermaß holen. Mein Augenmaß ist eh für die Tonne. Oder den Zollstock, ist auch egal. So, was machen wir denn nun? E2, E1. Das ist hier... mal hier, da sieht das besser. 4 cm. Und das hier ist... Die andere Seite nehmen. Das muss ja bei 1 anfangen. Von 1 bis 5 ist 4. Und das hier ist... So messen hier. Auch 4. Also die Felderbreite ist gleich bei den 4 cm.
10.555 Positions. Interessant ist ja, dass heutzutage, zumindest wüsste ich das jetzt nicht, also bei den Computer-Weltmeisterschaften, da hat man immer diese Laptops gesehen, da hätte ich mir auch sagen können, wieso nehmen die eigentlich Laptops, wieso nehmen sie nicht hier die, was wird hier gezogen? Turm AD1. Warum denen nicht die fetten Desktop-PCs mit Maximum Hardware? Aber ich glaube, diese... das war in den 90er Jahren schon, Ende der 90er Jahre, dass die stärkste Hardware gar nicht mal die WMs gewonnen hat. Das war irgendwie ganz weird. Mit Fritz 3, war das Fritz 3, der die WM gewonnen hat, der gegen, ich weiß nicht welcher, oder Fritz 5, ich weiß es jetzt nicht, der gegen Deep Blue seine Partie gewonnen hat und Weltmeister geworden ist. Der lief auf der schwächsten Hardware oder einer der schwächsten Hardware des ganzen Turniers. Deswegen die stärkste Hardware hat nicht mal unbedingt gewonnen. Bei diesen Geschichten. Die Großrechner, hier Crayblitz und Deep Sword und sowas, die waren auch nicht so unangefochten. Der Deep Sword, der hat doch schon mal gegen Porthos 68030 oder gegen wen, das könnte der Porthos gewesen sein. Wo will er denn hin? D4, D6, lasst uns tauschen. Und der Crayblitz, der hat ja gegen den Fidelity verloren. Premierpartien kamen auch schon vor, also das war nicht so, dass die Großrechner, die kommerziellen Geräte nach Belieben abgefertigt haben. Und die Blue, sei es jetzt Prototyp hin oder her, die hat ja gegen Fritz verloren. Der hat ja auch noch eine Remis-Partie gespielt, da war so bei dieser WM nur Dritter. Also von daher, ich weiß natürlich nicht, wenn das jetzt wäre, wenn jetzt hier, AlphaZero, war das nicht mal ein Google-Großrechner oder sowas? Ich bin da nicht so bewandert drin. Ich weiß nur, dass so neuerdings bei den Computerweltmeisterschaften, dass sie 100 Partien spielen. Und zwar jeweils zwei Partien. Eine hin, eine zurück mit derselben Eröffnungsstellung. Also eine Seite hat einen minimalen Vorteil. Und die spielen die Seite dann, die müssen diese Partie dann mit Weiß und mit Schwarz spielen. Wenn jetzt meinetwegen, er es tatsächlich geschafft, mit diesem minimalen Nachteil zu gewinnen und die nächste Partie Remis zu holen, dann hat er diese Zweierstint ja quasi gewonnen. Also die würden zu viele Remis-Partien spielen, wenn die einfach aus der Grundstellung spielen lassen würden. Deswegen müssen die das schon so machen, dass sie quasi die Stellung unausgeglichen sein muss. C4. Und warum geht jetzt nicht B3? This is the question, die Lippo beschäftigt. Ja, wegen Turm D4 schlägt mit dem Läuferfang ist ja nichts. Turm D4 schlägt und dann kann der Läufer wieder auf der Diagonale wegziehen. Also B3 wäre kein Figurengewinn. Also B3 würde er zumindest aber Turm D4 schlägt erzwingen. B3, Turm D4 schlägt. Genau, macht er sogar. Turm D4 schlägt. Bauer D4 schlägt. Ja, jetzt hat er sich zumindest schon mal eine Bauernmehrheit geschaffen mit 4 gegen 2 Bauern. Das sollte doch eigentlich ganz gut aussehen. Dame E2. Das tut jetzt Martin 1. Wenn Schwarz also pennen würde, A6, A5, dann ist Dame E... Ach, Dame F8 geht ja noch. Ich habe nichts gesagt. Also wenn Schwarz müsste schon so pennen, dass er Dame B6 ziehen würde, dann wäre Dame E8 matt. Das macht ein Computer aber nicht ernsthaft.
Letztens habe ich eine Partie gesehen, da hat dann niemand gespielt. Der hat Matt in 2 übersehen. Ewin. War ein recht schönes Matt, was drin gewesen wäre, aber er hat es nicht gesehen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Der hätte auf chess.com so ein, zweimal mit dem Computer beschissen. Was macht er jetzt hier? Dame E2. Ich finde das gut, dass das nachvollziehbar ist, dass man nicht einfach einen Engine spielen lassen kann und keiner kann es beweisen. Dass die durchaus schon das so machen können, dass wenn ein gewisser Prozentsatz überschritten wird an Computerzügen, dass wenn ich jetzt eine Partie spielen würde auf chess.com und ich hätte 80% Übereinstimmung, also 80% meiner Züge würde auch eine sehr starke Engine machen. Dann wäre natürlich nachgewiesen, dass ich das nicht gewesen sein kann. Es sei denn, das ist natürlich jetzt hier ein Remis in 15 Zügen. Theorie und Zugwiederholung. Dann wäre es natürlich hier, das hätten die Engines vielleicht auch so gefühlt. Eigentlich unbedingt die Zugwiederholung, aber die Züge davor. Die Frage ist, kann Weiß das nutzen? Es sieht natürlich sehr gut aus mit den 4 Bauern gegen 2, aber ja, Dame C3 schlägt, Dame H7 schlägt Schach, König nach F8, Matt ist ja nicht drin wegen dem Läufer. D4 wird auch schwach. Läufer E4 wäre natürlich wieder der Zug der Züge, Dame H7, F7, Matt. Das Schach muss gegeben werden. Jedes Schachgebot ist fantastisch. H7, H6 wieder spielen. 1,32 plus. H3. Okay. Ja, Läufer G2 geht ja nicht wegen Matt, aber damit C3 schlägt. Warum soll der denn nicht gehen? H4, Dame H8 Schach. H5, H4. Also heute fängt Tatas Teachers an, die erste Runde. Mir wäre das einfach zu lang, Online-Turnierpartien anzusehen. Das wäre vielleicht eher so machbar, so nach dem Motto, was ist denn los hier? Ja, für einen Schachverein als Hintergrundprogramm, so ein Bildschirm da hängen haben, wo die Partien übertragen werden oder dieser Livestream übertragen wird. Obwohl ich befürchte, das wäre für manchen Schachverein schon wieder zu viel Hightech. Das würden die auch schon gar nicht mehr machen. Das würde sich doch anbieten, so ein Livestream dann dauerhaft da auf dem Bildschirm übertragen. Dann spielen die Leute ein bisschen ab und zu mal hingucken. Ich glaube, das wäre auch schon wieder zu viel der Technik. Ich glaube, die Vereine sägen sich nicht selbst ab, weil jetzt hier vielleicht ist es wirklich einfach nur die Zeit. Die Leute haben vielleicht wirklich einfach keine Zeit mehr für sowas. Wir haben ja nicht mehr 80er, 90er Jahre, wo das Internet noch nicht so vertreten war. Auch Anfang der 2000er. Da war es auch nicht so weit her mit Livestreams. Das hat sich ja alles so entwickelt. Und heutzutage, da kann man ja quasi die wichtigen Ereignisse im Schach, die siehst du auch alle per Livestream. Sei es die Weltmeisterschaften, wobei ich nicht weiß, inwieweit die nächste Weltmeisterschaft so wichtig ist ohne Carlsen.
Die suchen ja noch verzweifelten Ausrichter, aber ohne Carlsen hat er wohl keine Lust drauf, als Rote Weiß noch pleite zu gehen. What the heck? Plus 2,61. Das hat er nicht kommen sehen. Das rote Dame E2 geht zwar matt, deswegen musste die Dame schon weg. Und was willst du jetzt machen? Vielleicht hätte er sich auf seine Stärke besinnen sollen. Die ist doch am Damenflügel. Und nicht jetzt hier. Was wollte er denn machen? Wollte er einen Matt setzen? Oder was hat er super expert vorgehabt? Dame B8. Da ist aber ordentlich was schief gelaufen. Jetzt wir machen Dame A7 Schach und dann Dame A6 schlägt. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Ich habe die Bretter mal abgemessen. Die hier vom Millennium. Die tun sich nicht viel. Also das R30 Brett. Das war jetzt auch nicht schmaler oder breiter. Zumindest nicht dramatisch schmaler oder breiter. Ich glaube, er hat zwei Bauern dafür. Ich überlege, ob der Damentausch was bringen würde. Ich glaube, das Problem wäre einfach beim Damentausch, dass diese vier Bauern gegen eins, dass sie trotzdem eigentlich alleine da stehen würden. Weil der König, der kommt ja früher oder später vom Königsflügel gar nicht weg. Und wird einfach nach Belieben austempiert. Vielleicht hätte man es auch Remis machen können mit dem Bauern. Also gehen die vier Bauern gegen eins, dann irgendwie Remis halten. Da müsste man sich quasi so eine Mauer bauen, dass Schwarz da nicht durchkommt. Wie gesagt, der Läufer zieht hin und her und tempiert ihn aus ohne Ende. Ja, was will er? Es droht ja wieder Dame matt. Das war die Drohung des Tages jetzt wieder. Dame E2, G2 matt. Man müsste irgendwie seine Bauern bewegen können. Auf der Damenseite, um ein Gegenspiel zu kriegen. Vielleicht A4. A4, A4 steht und dann mit den beiden Bauern loslaufen. F1, F2. Oberstepus. König F7. Muss ich erstmal in den nächsten Videos, muss ich erstmal die neuen Geräte unterbringen. Damit die zwei, das war wirklich. Ich habe immer überlegt, einen Jahresrückblick zu machen, aber ich aber nie dazu aufraffen können. Oder ständig die Sammlung zeigen, da habe ich auch kein gutes Gefühl bei. Wenn man zu viel zeigt, was man hat,
dann hat man irgendwann die Leute in der Bude stehen, wenn man nicht da ist. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, die Frage ist, können diese vier Bauern jetzt Remis halten? Die müssen ja nicht unbedingt gewinnen, die müssen den Gegner nur so beschäftigen, dass er nichts machen kann. Vielleicht damit C1 und dann C4. So was in der Art. Es geht ja nur darum, den Gegner zu beschäftigen, aber B4 kann doch jetzt wieder nicht die Lösung, da kann ja nicht sein Ernst sein, B4. Der will mich doch verarschen. B3, B4, da blockiert sich selbst seine ganzen Bauern. Also den finde ich schon mal total Mist, den Zug. Dann ist er damit C1 und dann C4, weil ich da Läufer D5 machen können. D2, E1. Wohin? A2. Vom Seite, vom Novak natürlich, Wislav. Das Problem ist doch einfach, dass jetzt viel zu viele Einstiegsschneisen da wären. Andererseits, wie Schwarz es gewinnen soll, ist auch wieder. Das wird auch offen. Also, ich würde mal eher sagen, das wird wohl Remis werden. Es zählt auch gar nicht so sehr, was hier an Zahlen hier steht, an 2,35 oder so. Wenn er keinen Gewinnweg hat, keinen Gewinnplan hat, dann bringen ihm auch diese Zahlen nichts. Vielleicht jetzt natürlich tauschen, weil er hat ja seine Bauern jetzt sehr festgelegt. Also, das gefällt mir überhaupt gar nicht für Weiß. Das ist der Läufer, könnte vom B3, könnte er den ganzen Darm, ganzen Flügel sperren. Das wäre so ein bisschen das Problem. Dame D3 war gerade ganz kurz. Dame B3. Da muss er schon Dame C1 ziehen. Naja, zumindest sagt er kein Matt an. Vielleicht Dame G2. Droht auf G3 zu schlagen, droht Dame F3 Schach. Meinetwegen Dame G2, Dame E1, Dame F3 Schach, König D2, Dame D3 Schach, König C1, Dame C2 Matt. So was in der Art. Weiß einfach nichts mit seinen Bauern anzufangen, das ist das Problem. König F4. Dame F3 Schach geht da nicht und dann König G5 und dann Dame G3 schlägt Schach. 4,41. Also wenn er wieder bei 8 ist, dann macht er wieder Abbruch. Rest geschenkt, so nach dem Motto. 2,94. Die 10 Megahertz reichen schon aus, um zu gewinnen. König E5. Ja, das bringt doch nichts. Die Dame ist ja eh nicht am Start, um da irgendwas zu drohen. Ja, und jetzt kann man wirklich bald sagen, User entscheidet. Er nimmt noch nicht mal die Dame, er tauscht noch nicht mal die Dame, Dame C3 schlägt. Das sieht nicht gut aus. Dame A3 schlägt. Ich glaube nicht, dass ja irgendwer plötzlich jetzt ein Dauerschach drin ist für Weiß. Okay, die Dame muss erstmal am Start sein, um irgendwas drohen zu können. Er fügt sich einfach alle Bauern ab. Picknick ist angesagt. Und hiermit mache ich dann auch User-Entscheid. Na gut, König A5 schlägt. Es ist halt die Figur weniger, das ist das Problem.
Dame E5, Bauer E5. Ja, auch in der Partie hatte er gar keine Chance. Irgendwann war einfach die Figur weg. B4. User-Entscheid. Das ist entschieden. B3, H5, B2, H6, Dame. Dann, H2, H7 kommt er ja gar nicht mehr. Muss erst H7 kommen. Er ist pleite. 2:0 gewinnt das The King Element mit 10 MHz auf aktiv. Gegen Super Expert C, der gezeigt hat, dass er keine Zugumstellung beherrscht. Sonst wäre er in die Theorie zurückgekommen. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Seid ihr auch 8,68 plus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.